Qualitätsfehler. Also das kann man nachher dann alles anpassen. Ref, was ist denn jetzt hier falsch? Wird groß geschrieben, ne? Sag ich doch. Jetzt auch der Fehler weg. ETF. Ist das ein Doppelpunkt oder ist das ein Semikolon? Ups. Schon besser. Also hier setzen wir eine Textur zum Malen der OBJ. All das ist jetzt eigentlich so mit das komplizierteste an dem ganzen Spiel, ja, dieser Zeile. So, und jetzt fangen wir mit dem Malen an. So, wir malen in Sprite Batch, das ist ganz oben auch definiert worden und deswegen fangen wir mal an, mit dem Sprite Batch zu malen. Das ist also unsere Schnittstelle zum Malen auf dem Screen. Und ein Sprite Batch beginnt immer mit, ja, muss beginnen irgendwo. Er muss ja wissen, wann er malen soll. Und unser Sprite Batch hört auch irgendwann auf zu malen. Und dafür gibt es einfach Beginn und End. Zwischen diesen beiden Punkten können wir jetzt nur malen. Wenn ich das gleich unsere erste Malanweisung hinschreibe und die jetzt hier irgendwo hier in die Initialisierungsmethode reinklatsche, dann sagt er, es muss mit einem Beginn und mit einem End enden, damit er wirklich weiß, hier wird gemalt und sonst nirgendwo. Gut, fangen wir an mit den Pedals. So, und das geht ganz einfach. Sprite Patch Punkt. Was wollen wir machen? Wir wollen drawn. Und da verlangt er eine Textur, aber wir haben ja eben eine Textur erstellt, also Buffer Texture. So, danach Rectangle Destination Rectangle. Und unsere Rechtecke haben wir, und das ist nämlich das Player 1 Punkt Paddle Pos. Nee, nichts mit Paddle Pos. Player 1 Punkt Paddle Rect. Wir wollen das komplette Rechteck haben. Und als letzten Wert gibt es noch eine Color. Color Punkt, nehmen wir mal Light Blue. Gut, so. Also man kann dann noch sogar noch Befehle dahinter setzen, ob da ein Effekt drauf angewendet wird, also ein Pixel Shader, oder ob das Ganze um eine bestimmte Gradzahl gedreht werden soll oder XXXY. Das kann man, also das sind glaube ich 7 Argumente, die man dahinter noch hängen kann. Aber für uns reichen jetzt erstmal, wo wollen wir malen, was wollen wir malen und in welcher Farbe wollen wir malen. So, und jetzt sollte man mit gut Glück auch schon was sehen können. Oh, da ist ja jetzt ein Paddle erschienen und wir können das Paddle bewegen und unser Paddle geht nicht aus dem Rand. Das heißt, auch die Kollisionsabfrage des Ganzen funktioniert gut. Ja, also mehr kann man jetzt hier mit dem Paddle nicht machen. Das ist vielleicht noch ein bisschen groß für die Bildschirmauflösung. Auf Full HD wäre das eine akzeptable Größe des Paddles, aber es ist noch ein bisschen groß. Ja. Ein Paddle allein ist etwas langweilig. Ein Paddle kommt selten allein. Das heißt, wir machen mal Copy-Paste und machen mal das zweite Paddle wollen wir malen und wir wollen jetzt Light Green haben. So. Ups, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, aber wir können beide schon mal bewegen. Aber da ist oben was in der Positionierung des Pedals schief gelaufen. Wir sind bei Player 2, bei der Y mal richtig, ne? Warum die. Warte, wir sind per Pedal 2.x. Warum macht das jetzt überhaupt erstmal keinen Sinn? Warum ich das durch 2 teile? Ha. So, jetzt sind auch beide Pedale richtig. Ja, also ich kann jetzt mit den Pfeiltasten und mit W und S kann ich die Dinger halt jetzt bewegen. Das heißt, unsere Tastaturabfrage funktioniert auch. Wir können das auch schrittweise machen. Wir können dann halt noch die Geschwindigkeit anpassen und das Malen funktioniert auch. So, wir wollen ja nicht nur die Pedals malen, sondern wir wollen ja auch den Ball malen. Also Ball malen. Und Ball funktioniert genauso, bloß dass wir den Ball in weiß malen. White. Und das ist einfach Ball.BallRect.
So, wir haben gesehen, hoppla, unser Ball bewegt sich ja sogar schon. Natürlich, wir haben die Update-Routine, berechnet ja immer bei jedem Frame die neue Position und das läuft ja natürlich schon. Das heißt, unser Ball bewegt sich bereits, aber wir haben noch keine Kollision an den Wänden. Und wir müssen auch erstmal die Bumpers malen. Es ist jetzt nur optisch, die Bumpers brauchen wir eigentlich nicht zeichnen. Aber wir malen sie trotzdem, damit man das auch sehen kann. Und das ergibt so einen schönen kleinen weißen Rahmen. Aber das kann man jetzt hier auch weglassen. Also das ist eigentlich so okay. Weiß. Und das ist dann zum Beispiel, fangen wir mal an mit Top Bumper Punkt Bumper Wect. So, wir sehen jetzt hier oben ist eine kleine weiße Linie entstanden, aber unser Ball geht immer noch durch diese Linie. Das ist jetzt unser Bumper. Und wir malen jetzt mal die restlichen, würde ich vorschlagen. Top, Bottom, Left und White. Ich sehe es jetzt schon, jetzt wird der ganze Bildschirm weiß, weil wir das. Nee. So, jetzt haben wir einen weißen Rahmen um unser Spielfeld. Wir sehen die kleinen weißen Dinger. Wir können jetzt da noch oben den einen Pixel abziehen, damit das exakt am Rand ist, aber. Und links müssten wir das rein theoretisch auch noch abziehen. Wo ist denn das? Nee, ich lasse das so. Können wir gegebenenfalls später noch auf 0 ändern, wenn wir das komplett nicht komplett auskommentieren, weil wir brauchen diese Bumpers eigentlich nicht sehen, aber ich habe sie jetzt extra mal so reingemalt. So, danach kommt direkt Sprite Batch End. Und gegebenenfalls, falls wir noch einen Basic Code haben, den können wir dann auch noch die Malroutine ausführen. So, jetzt sind wir ja eigentlich schon mal so weit, dass wir malen können, dass wir unsere Pins bewegen können, dass der Ball sich in eine definierte Richtung bewegt, aber wir haben keine Kollision. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Kollision an der Wand machen. Das heißt, wir machen jetzt eine Private Void wird mit D geschrieben, ganz tolle Sache. Check Wall Call, also Wandkollision checken soll er. Und das Teil besteht ebenfalls wieder aus if-Abfragen. Und deswegen haben wir auch Rechtecke genommen, weil wir müssen jetzt nicht mit irgendwelchen Vorschleifen da gucken, ob sich da Pixel für Pixel da zwei Pixel kollidieren. Das brauchen wir nicht, denn wir haben eine. Deswegen haben wir auch Rechtecke genommen, weil wir können gucken, ob Rechtecke miteinander kollidieren. Und die Methode oder beziehungsweise die Funktion des ganzen Teiles heißt einfach, wir gehen jetzt mal vom Ball aus. Man kann es auch andersrum machen. Das Ballrechteck und dann sagen wir mal Punkt Intersects. Und dann geben wir hier das zweite Rechteck an. Das heißt, die Funktion sagt einfach, ja, da überlappen gerade zwei Rechtecke und dann gibt es True zurück und wenn die beiden sich nicht überlappen, dann halt nicht. Also, da geben wir jetzt das Top Bumper zum Beispiel. Top Bumper. Punkt Bumper weckt an. Das heißt, und wenn unser Ball, jetzt kommen wir diese geilen Malskills hier. Oh Gott. So, wo ist der Stift? Machen wir das Ganze mal in hellblau. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Bumper. Ich meine, das ist ja hier unser Bumper. Und wenn jetzt unser Ball, wenn das Rechteck vom Ball hier reingeht, in das Rechteck des Bumpers, dann gibt es eine Kollision oder es überlappen sich eher gesagt. Und das gibt dann halt True zurück. Ja. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie der Ball abprallen soll. Es gibt bei jeder Wand nur zwei Möglichkeiten, wie der Ball abprallen soll. Normalerweise in der Pong-Sache. Man kann das dann auch random gestalten, randommäßig an den Paddles zum Beispiel, dass die dann einfach geloste Position, dass der Ball einfach zum Beispiel wieder in die gleiche Richtung zurückkommt, wie er gekommen ist. Stiftet Verwirrung, vor allem bei dem vier Fachpong, was ich da ja gemacht habe. Da ist das so drin, dass der das dann randommäßig auslost nach 20 Kollisionen. Das heißt, dann
kann sein, wenn der Ball nach hier geht und hier das Pedal ist, dass es direkt wieder zurückgeht. Aber brauchen wir nicht. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also unser Ball geht einmal so. Und wie prallt er ab? So. Das heißt, wenn er so kommt, dann eine Kollision stattfindet, also eine Überlappung, dann soll er wieder so runter. Und das machen wir jetzt. Machen wir erstmal die If-Abfrage zu Ende. Das erste, was wir hier machen, wir wissen auf jeden Fall, dass eine Kollision stattfindet. Das heißt, wenn wir sagen mal Call Sound, nee, nicht Co Call Sound Punkt Start, Play Start. Das heißt, wir hören dann gleich schon mal, ja, gleich mache ich das, ob eine Kollision stattgefunden hat. Aber unser Ball prallt noch nicht ab, denn unser Ball ändert noch nicht seine Richtung. Und das machen wir jetzt einfach mit einer If-Abfrage. If Ball Punkt Move. Wir wollen erstmal gucken, ob er nach oben moved. Und zwar nach oben rechts. Das wäre jetzt der andere Fall. Es wäre dann so. Ja, das wäre jetzt dieser Fall. Also hoch nach rechts soll er so runter. Ja. Also dann soll er Ball Punkt Set Move White Down. So, Down White, White Down, meine Güte. Nee, das ist keine If-Abfrage, das ist ein ganz normaler Aufruf. So. Sonst, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. If Ball.mv upleft. Wenn dies so ist, also wenn der, das ist jetzt hier unser blauer Pfeil, wenn er oben geht und nach links geht, dann soll er nach unten und nach rechts gehen. Also Ball. Meine Güte, was habe ich denn heute? Punkt Set. Left down hier. Gucken wir uns das Ganze mal an. Aha, unsere Dings wird noch gar nicht aufgerufen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal check. Nee. Call Sound. Wer ist denn der Schrott? Check Wall Call, genau. Check Wall. Warum wird der mir nicht ange Warum ist mir nicht angezeigt? Wall. Da, Check Wall Call. Ach, da fehlt ein H. Ha, 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 so. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Warum geht er jetzt direkt in die andere Richtung? Sekt Top. Haben ein paar Punkte weg. Und macht jetzt irgendwie keinen Sinn, dass er direkt nach unten geht, da ja noch gar keine Kollision ausgelöst wurde. Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf. Ja, also er gibt direkt eine Kollision irgendwie. Wir machen mal einen Ton an. Das heißt, er gibt uns direkt eine Kollision zurück. Das heißt, diese Zeile hier mit dem Ball intersects Punkt Bumper Punkt Bumper weg, aber das ist richtig. Macht jetzt für mich erstmal keinen Sinn, warum das falsch ist, weil ich mache jetzt einfach die komplette FKG-Nummer weg. So. Auf zu, ja, das ist richtig. So. Machen wir das nochmal. If, Klammer auf. Ball, Punkt, Ball weckt. Ja, also das Richtige ist Balls. Punkt, Intersects, Klammer auf, Top, Bumper, Punkt, Bumper weckt. Klammer zu, auf zu. So, und das zu kommt dann hier hin. Da.
Nö, macht, nee, wach. Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht wirklich jetzt keinen Sinn, ne? Gut, haben wir es ja doch richtig gemacht. Das heißt, wir mussten die beiden Sachen tauschen, weil das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir die Ballposition ist momentan beim ersten Ausführen des Updates immer noch hier oben in der Ecke. Das heißt, dieser Ball kollidiert zu 100%. Das heißt, unser Ball ist erstmal hier. Ich mache das jetzt mal so, da wo das gelbe Teil jetzt ist. Da ist unser Ball. Und dann kommt die Kollisionsabfrage. Ja, Ball ist auf Bumper. Ja, ist richtig. Das heißt, wir geben jetzt mal die Kollision aus und die Richtungsänderung. Nach der Kollisionsabfrage wird erst die Ballposition geupdatet. Das heißt, der Ball springt dann erstmal dann in die Mitte und bewegt sich irgendwo in irgendwelche Richtungen. Aber dann ist die Kollisionsabfrage schon gelaufen und die Direction, also Move Direction, wird schon geändert halt in die Direction und der Ball geht dann einfach in die andere Richtung. Deswegen abbrechen. Deswegen zuerst updaten, dann Call checken. Wir hätten auch eine Frame, irgendwie eine Buff, eine. Ja, temporäre Variable setzen können, ob es der erste Update-Durchlauf, Update-Zyklus ist und dann erst die Kollision checken, aber so geht es auch. So, ist das hier? Nee. So, jetzt gucken wir mal kurz. So, jetzt darf man kurz mal weiter Dokument formatieren. Wir kopieren uns den ganzen Block und da brauchen wir jetzt nur ein paar Variablen im Grunde ändern. Und zwar müssen wir das gegen Bottom ändern. Also wir möchten gucken, ob das mit dem unteren kollidiert. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wenn es downright ist, dann soll es upright. Und wenn es downleft ist, dann soll es upleft. Gut. Downleft, upleft, downright, upright. Ist richtig. Aber das ist dann nur für den unteren Bumper. Denn für unsere rechts und links die Bumper, gucken wir uns das nochmal hier an, die sollen ja eigentlich gar nicht berührt werden. Diese Bumper sind ja eigentlich im Grunde unsere Abfrage, ob jemand verliert oder ob der Ball verloren war. Also wenn der Ball hinter dem Paddle ist, dann ist der Ball ja, kann nicht mehr aufgehalten werden. Das heißt, der Gegner kriegt einen Punkt. Und die Kollisionsabfrage machen wir einfach hier hinter. Also wenn der Ball den Bumper berührt, ist der Ball verloren, Ende aus. Und das machen wir jetzt auch ganz einfach hier nochmal in der Check Wall Collision. If Klammer auf. Ball Punkt Ball Vect Unterstrich Ball Vect Ballvect.intersects Klammer auf, machen wir mal erstmal für den Left Bumper Punkt Bumper Vect Klammer zu Lid auf zu und da ist einfach das ist für den Player 1, das heißt, wir müssen Player 2 Punkt Score plus rechnen. Ja, und eine noch nicht geschriebene Reset Ball-Funktion aufrufen. Die schreiben wir gleich. So, und das gleiche machen wir einfach für den zweiten. Für die andere Seite, also für Player 2. Also wenn der rechte Bumper berührt wird, dann wird Player 1, also auf der anderen Seite, der Punkt zugesprochen und die noch nicht geschriebene Funktion Player Reset Ball aufgerufen, was die wohl macht. Man weiß es nicht. Gut. Ich hoffe, so klar alles, sonst in die Kommentare.
Mir ist gerade noch was aufgefallen, als ich gerade den Score erwähnt habe, denn wir müssen noch einen Score malen. Ja, wir haben momentan noch keine Score, unser Score wird momentan noch nicht gemalt. Das machen wir aber später, denn wir machen jetzt erstmal nochmal die wichtige andere Funktion, die wir brauchen, weil sonst können wir das gar nicht assessen mit dem Dingens. Mit der Font, also Private Void. Wie nennen wir das denn jetzt? Reset-Ball. Und die ist ganz einfach, die Reset-Ball-Funktion. Wir kopieren uns das jetzt erstmal. Ich bin heute zu faul. Wir machen erstmal das. Das heißt, wir wollen unseren Ball erstmal wieder in die Mitte verfrachten. Also Höhe durch 2 und Breite durch 2. Und das nächste, was wir machen wollen, wir wollen diesmal. Momentan behält er die Richtung bei, in die er aufgeklatscht ist. Das heißt, wenn er von rechts oben auf das Pedal geklatscht hat, dann wird beim nächsten bei der Reset Ball, also wenn der Ball wieder in die Mitte gesetzt wird, ebenfalls wieder die gleiche Direction, also hoch und rechts, ausgeführt. Das ist langweilig, das ist extrem langweilig und deswegen machen wir uns mal was Cooles und zwar den Zufall. Juhu. Und für den Zufall brauchen wir zuerst mal ein Random-Objekt. Das Ganze nennen wir zum Beispiel mal RND für Random. Und das ist gleich ein neues Random. Obwohl ich sagen muss, dass das so zufällig ist. Also wenn 6 miteinander in gleichen Zahlen kommen, dann ich sag Random. So, wir wollen einen Integer generieren. Die nenne ich mal einfach.